Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal und heute zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Ich bin der Andi und heute geht's weiter mit der Quest Klarschiff zum Kap Kim begeben. Wenn euch denn die Folge ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Unterstützt mich alles ungemein, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wo ist denn unser Auto? Ich hatte jetzt schon länger nicht mehr Final Fantasy gespielt, weil ich total am Horizon Zero Dawn suchteln bin und ich da nicht mehr weggekommen bin von dem Game. Und da ich ja leider nur abends spielen kann, zwecks Familie, Kinder und so weiter, konnte ich jetzt Final Fantasy letzte Zeit nicht mehr so viel aufnehmen. Ich gelobe Besserung, Leute. Probiert jetzt wieder mehr Final Fantasy auch zu spielen. So, jetzt aber genug gequatscht und wir werden jetzt mal zu der Quest fahren, Klarschiff. So, Ignis zum Kap Kim fahren lassen. Jep, machen wir das doch mal. Okay, fahren wir los? Ja. Ja, die Musik ist echt episch. Okay, auf geht's. Gut, Tank ist voll. Und auf geht's. Echt gespannt, was uns da erwartet. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, ob wir nicht unsere Waffen mal aufwerten können, weil ich renne hier immer noch mit der Motoklinge Stufe 1 rum. Ich glaube, mir fehlen aber noch ein paar Ressourcen dafür. Muss ich mal schauen, wo es die denn gibt. Weit noch, 1 Kilometer. Da muss er wahrscheinlich komplett rumfahren hier. Bald geht ihr alle nach Altissia, nicht wahr? Ja. Haben wir vor. Habt ihr es gut? Das ist keine Urlaubsreise. Ach ja, richtig. Iris? Was ist los? Nichts. Es ist nur... Die Zeit mit euch war echt schön. Ich werde euch wirklich vermissen. Bestimmt habe ich Sehnsucht, wenn ich in Keim bin. Wovon redest du? Ihr kommt Keim, doch besuchen. Okay. Habe ich es falsch ausgesprochen? Ja. Ich bin mir echt schon überlegen, ist jetzt zwar nicht, gehört zwar jetzt nicht zu diesem Game, aber ich bin echt schon überlegen, ob Lass mir das Dark Souls. Eine Pause einlegen. Warum? Ignis fährt schon zu lange, er ist sicher erschöpft. Von mir aus? Ja, sonst schläft er uns noch hinterm Steuer ein. Ich wünschte, ihr wärt auch so besorgt um mich, wenn Iris nicht dabei ist. Ob ich mir das Dark Souls 3 DLC holen soll? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, ein Let's Play zu sehen von Dark Souls 3, The Ring City. Was? Unterwegs an der Larity-Kiste halten? Nein. Was soll ich denn da jetzt? Ich will jetzt die Hauptquest weitermachen, Leute. Was ist das für ein Geruch? Salzige Luft. Wir müssen an der Küste sein. Hat jemand gepupst, oder was? Oh, wow! Ist das schön! Erholsam hier. Ich hoffe, dass ich mit der Steuerung noch klarkomme. Muss mich wahrscheinlich wieder ein bisschen reinfuchsen. Menschenskinder! Was für ein Ausblick! Ja, so könnte ich jetzt einschlafen. Jetzt schlafen? Mei, wie weit ist denn das noch? Das gibt's doch gar nicht. Die meiste Zeit verbraucht man hier wirklich in dem Spiel. An Fahrwege. Seht ihr diese riesige Brücke? Klar, schwer zu übersehen. Sie führt über einen der größten Flüsse der Welt. Wie wohl die Aussicht von der Brücke ist? Nogt, wollen wir uns das mal anschauen? Nein. Was denn? Nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Nein. Wollen wir nicht. Wir wollen jetzt weiterfahren. Du bist also fürs Kochen zuständig.
Das bin ich. Gladi, hilfst du ihm nicht? Nockt? Gelegentlich. Ist mir neu. Ich helfe! Ich bin fürs Tischdecken zuständig. Eine tolle Arbeitsteilung habt ihr, Jungs. Sind wir da? Ja, hier ist es. Ignis, danke fürs Fahren. Gerne. Hoffentlich geht das Talcat gut. Hä? Unser Benzinzustand hat sich noch nicht verändert. Was ist da los? Mann, war ganz schön eng. Sorry, dass ich so viel Platz weggenommen habe. War nur Spaß. Reg dich ab. Außerdem bist du es, der zu breit ist. Ich hätte schon wieder ein Viertel Tank eigentlich verbrauchen müssen. Aber es ist ein Update gekommen, Leute. Vielleicht ist irgendwie ein Bug drin, dass der Tank da nicht zurückgeht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, dann schauen wir doch mal dahin. Hey. Oh, wir müssen Schokobus auch wieder mieten. Da seid ihr ja. Habt den Wagen gehört und wollt euch begrüßen. Oh, das ist lieb, Sydney. Okay, müssen wir doch, Vielen dass Dank, er verlässt. Dass ihr mich mitgenommen habt. Und? Großvater schraubt am Boot rum. Das dauert sicher noch eine ganze Weile. Ist es kaputt? Naja, ein paar Teile sind hinüber. Das Boot hat schon bessere Tage gesehen. Muss ich bestimmt wieder Teile suchen, oder? Großartig. Aber Großvater gibt nicht auf, ehe das Boot wieder in Schuss ist. Allerdings braucht er ein paar Ersatzteile. Ja, das war mir klar. Könntet ihr euch darum kümmern? Nein. Was meint ihr? Ja, selbstverständlich. Dann du willst meine Waffe mal aufwerten. Etwas Hilfe hatten wir schon von Dustin und Monika. Monika. Die beiden haben fast alles aufgetrieben. Ich bin ziemlich beeindruckt von ihnen. Sie gehört nicht umsonst zur Königsgarde. Das Einzige, was die beiden nicht aufspüren konnten, ist ein seltenes Mineral namens Mithril. Dieses Erz wird hier nicht abgebaut. Der kleine Stups aus Insomnia hat uns aber einen Tipp gegeben. Talcott? Genau. Der Junge ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Am besten ihr fragt ihn. Er kann euch mehr sagen. Okay, machen wir. Großvater ist unten am Boot. Nehmt's mir nicht übel, aber ich werde in der Werkstatt gebraucht. Tut mir leid, aber ihr kommt klar, oder? Klar. Das hier ist unser neues Zuhause. Bitte, tritt ein. So, muss ich jetzt hin? Mit Talcott sprechen? Ja, gehen wir doch mal dahin. Aber ich glaube, in diesem Haus war ich schon mal. Ne, mach auf hier. Komm. Egal, mach auf hier. So, jetzt bin ich hier drin und jetzt. Nicht. Also mit dem Kleni reden. Sydney euch schon erzählt, dass sie für die Reparatur des Bootes ein Mineral namens Mithril braucht? Ja. Nördlich der Wasserfallhöhle gibt es einen See und eine alte Ruine. Dort gibt es angeblich Mithril. Das habe ich aus Opas Notizbuch. Okay. Mit Iris reden. Der See, von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Oder seid ihr schon fertig zum Aufbruch? Yep. Iris. Lass uns ich denke schon. Allein. Was? Oh. Dann warte ich drinnen auf euch. Jungs, ihr findet das Mithril doch auch ohne mich, habe ich recht? Was? Wie jetzt? Ich würde mich gerne etwas abseilen. Warum? Gladio braucht wohl Zeit für sich? Warum denn? Beste Kämpfer. Gladio aufhalten. Wie lange denn? Nicht länger als unbedingt nötig. Mei.
Das ist richtig toll. Unser stärkster Kämpfer. So, wir speichern natürlich die Fotos ab. Alles klar. Und ich glaube, ich müsste eigentlich mal fischen gehen, aber ich habe keinen Bock drauf, Leute. Kapitel 7. Drei sind einer zu wenig. Das Boot von König Regis ist schwer beschädigt. Für die Reparaturarbeiten wird ein seltenes Mineral namens Mithril benötigt. Mit den wenigen Anhaltspunkten, die Noctis und seine Gefährten haben, begibt sich die Gruppe zu einer Ruine im imperialen Besatzungsgebiet. Okay. Muss mal schauen, ab was für eine Stufe denn die Quest ist. Oh, die Ladezeiten sind schon krass hier in dem Game. Schneller. Der Hund überbringt praktisch die Nachricht, was wir hinterlassen haben. Einige Tage später. Der Wasserfall muss irgendwo hier in der Nähe sein. Talcott meinte, dass er nördlich von hier sei. Das Imperium ist sicher schon dort. Wir müssen vorsichtig sein. Stellif-Ruine begeben. Moment mal. Ich denke, das Imperium hat das Gebiet hier abgeriegelt. Ja, Leute, schaut doch mal meinen Benzinstand an. Ich fürchte, wir werden bereits von jemandem erwartet. Ich ahne auch schon von wem. Muss ich jetzt selber fahren? Habe ich genug von ihm. Kanzler Isunia. Ich werde mich nicht beschweren, wenn er uns reinlässt. Wer weiß, ob er uns auch wieder rauslässt. Außerdem sind wir nur zu dritt. Ich wünschte, General Kor wäre bei uns. Nee, jetzt geht's runter, okay. Wo ist er überhaupt? Was er wohl gerade macht? Oder die haben es ein bisschen genervt. Beim Aufspüren der Königsgräber erledigt er ein paar gefährliche Monster für die Mildatio-Jäger. Wie immer nicht zu stoppen, was? Müssen wir mal die Patch-Notes durchlesen. Ich glaube, dass sie das genervt haben. Also, dass der Spritverbrauch nicht mehr ganz so hoch ist. Hier geht's nicht weiter. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alter. What the fuck? Wir müssen vorsichtig sein. Ja, besonders ohne Gladio. Nein, der kommt doch schon wieder. Das gibt's ja nicht. Also der Prompto hält ja gar nichts auf. Was ist denn da los? War so nicht geplant. Okay, der Mech ist down. Ich bin überwältigt. Ich hab so wenig an.
Button-Mashing, Leute. Button-Mashing. Geht schon. Okay. Dann haben wir das geschafft. Was ist denn das jetzt da noch hin? 1 Kilometer. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Ja, automatisches Fahren. Zum Aufgabenziel. 3er-Pack, bitte. Endlich genug Platz hier hinten. Gladio braucht die halbe Bank, was? Na, was macht ihr denn? Weiter geht's. So. Machen wir die Musik mal an. Geile Aussicht auf jeden Fall. Hier würde ich gern ein Foto machen. Ja, fotografier, komm. Klar, nur zu. Okay. Was ist denn das für eine Quest gewesen? Okay, kann man nicht machen. Okay, das ist eine Nebenquest. Die können wir mal irgendwann mal machen. Wollte ich jetzt aber gar nicht. Ich wollte jetzt die andere Quest weitermachen. Aber fährt jetzt dahin oder was? Scheint, wird er wirklich zu der Quest jetzt dahin? Nein. Also los, Bewegung. Ja, komm, machen wir schnell das Foto. Dann würde ich sagen, machen wir die Hauptquest weiter. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal ein Rastplatz. Sehr gut. Da wären wir. Machen jetzt aber nichts. Ich will jetzt erstmal schauen, ob wir noch hier was abbauen können. Jupp, können wir sogar. Okay. Hier ist noch Feuer. Dann nehme ich das Eis natürlich auch noch mit. Okay, da haben wir schon maximal. Dann schauen wir, wie es mit dem Eis aussieht. Es ist echt blöd, wenn man länger nicht mehr spielt. Vor allem so ein Spiel wie Final Fantasy. Da muss man sich echt wieder ein bisschen reinfuchsen. Und ich müsste mal schauen, ob ich nicht irgendwo wieder Schokobus mieten kann. Ja, wieder ein haufenweise Gegner. Meinst wahrscheinlich du, kommen. Gladio kommt bald wieder? Ich weiß ja nicht mal, wo er überhaupt ist. Sieht aber relativ ruhig aus hier. Okay, mal ein Foto, komm. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme! Okay, dann speichern wir das mal und dann hoffe ich mal, ist die Quest abgeschlossen. Oh,
Großartig! Alles klar, Quest abgeschlossen. So, auf zum Regal, ja. Das habe ich genau gewusst. Regalia ist hier. Irgendwo. Ob man das Ding gleich finde. Was ist denn das da? Ein Schokobo-Ding oder was? Nee. Was? Ich frage mich, was Gladio gerade macht. Sicher vergnügt er sich mit Mädchen. Ja. Stimmt. Der alte Schwerenöter. Sehr gut. So, automatisches Fahren fortsetzen. Lasst nichts liegen. Okay. Weit ist es ja nicht. Also er muss wieder um die komplette Karte fahren. Ich weiß es nicht. Dann ist natürlich schon ein bisschen weiterer Weg. Okay. Schon wieder latschen. So, dann schauen wir doch mal. Ob wir da durchkommen. Oder wieder hier irgendwie komische Mauern sind. Oh, wow, 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 wow. Hallo, hör auf. Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Das ist ein komischer Vogel da. Gegen den sie... Warpunkt... Bleib wachsam. Alter. Wir rennen jetzt einfach mal raus, würde ich sagen. Aus dem Kampfgebiet. Okay. Irgendein komischer Sumpf oder was das hier ist. Oh, was ist das? Entwertete Banknote. Irgendwie auf wie Resident Evil hier. So, Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt kurz vor der Ruine. Und ich würde dann halt sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut und schauen uns das aber in der nächsten Folge an, wie es denn hier weitergeht. Wenn es euch da ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, dass es spannend wird. Ja, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.